Damn. Yeah. Hallöchen, da bin ich mal wieder. Ihr seht schon, bisschen anderer Ton, bisschen andere Licht und ein bisschen anderes Auto. Heute geht's um den XS5 von MCD. Das Ganze kommt von Spielzeug-Apen. Der nette Alexander Schölzchen hat mich gefragt, ob ich denn Bock hätte, dieses Ungetüm an Auto für ihn umzubauen. Eine Brushless Conversion. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Und gesagt, getan, da ist er. Ne? Eins vorweg, die Umbaumaßnahmen werden live im Livestream gemacht. Welche Komponenten hier eingebaut werden, zeige ich euch gleich noch. Ich gehe noch ein bisschen aufs Auto ein, aber nicht besonders, sonst wird das Video ein bisschen zu lang. Also es wird live umgebaut. Alles, was ich mache an diesem Auto, seht ihr also live im Livestream. Wann der ist, werde ich immer bei Facebook ankündigen und auch hier bei YouTube immer ein kurzes Video machen und sagen, wann der Livestream ist. Ich denke mal, das wird mehr oder weniger immer ein bisschen spontan sein. Also ich werde es ankündigen an selbigen Tag, wo es dann auch ist. Wie schnell das alles vonstatten geht, wird man sehen. Ist auch mein erster MCD, den ich umbaue. Und auch mein erster 1:5er, den ich umbaue. Wird ein bisschen spannend, aber naja. Okay, genug gelabert. Zum Auto. Ich habe mir das Auto jetzt ein bisschen angeguckt, der ist jetzt ein paar Stündchen schon hier und ich muss sagen, krass, krasses Teil. Das Einzige, was ich an dem Auto nicht gefunden habe, ist ein Stabi-Set. Der Rest ist alles da, also wir haben rundum CVD-Wellen, ringsrum, richtig dicke Dinger. Wir haben, was ich richtig geil finde, viele, viele Möglichkeiten, das Teil einzustellen. Alleine was zum Beispiel Servos betrifft, wir haben die Möglichkeit, wenn wir das Ding auf Brushless umbauen, mit einem einzigen Lenkservo zu betreiben. Wir haben die Möglichkeit, drei Servos zu betreiben, zwei und sogar vier Servos. Es geht sogar mit vier Servos das Auto, das heißt zwei Lenkservos, ein Brems- und ein Gasservo einzeln. Echt krass. Materialermutung ist mega, wirklich mega, mega, mega. Ich würde sagen, das reicht soweit. Wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Detail. Das ist jetzt nicht allzu verwackelt. Ich muss euch einfach in der Hand nehmen. Ich habe jetzt viel rumprobiert, aber es geht leider echt nicht anders. Also, wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Detail. Hier mitnehmen wir Riesenteile. Alles echt massiv gebaut. Alleine die Dämpfer, ich meine, schaut euch die Dämpfer an. Die sind echt nicht lang, aber die sind mega fett. Echt krass, Dämpferbrücke, auch richtig dickes Material. Die CVD-Wellen hier, alle gehärtet. Richtig schöne Sache, hier sieht man noch die Glocke, also wo die Kupplung dann quasi ankommt. Hier kommt eigentlich der Benzinmotor rein, je nachdem, was man haben möchte. Tank, das fliegt natürlich alles raus, was keine Miete zahlt. Hier sieht man die Lenkung, ihr hört es, die Reifen, die sind echt cool, also die sind mega griffig, vor allem hier ist ein Glastisch und die sind schon echt gut, ey, muss man sagen, echt gute Sachen. Ackermann Strebe, auch schön gefrästes Metall, richtig hübsch. Vorne Bumperansatz, richtig geil gemacht, diese ganzen Platten und Heckdiffusor und solche Sachen hier, das ist alles top verarbeitet. Hier wackelt nichts, hier hat nichts Spiel. Das ist echt krass, muss ich echt sagen. Das Auto gefällt mir. Mega Teil. Ich würde sagen, ich drehe die Karre erstmal schnell um, da gucken wir uns die ganze Sache mal noch von unten an. So sieht das Ganze dann von unten aus. Schön plan alles. Hier sieht man nochmal den schönen Frontbumper, hier kann schön die Luft rein, dann geht sie hier runter, hier geht es dann ins Chassis, hier zum Beispiel kommt die warme Luft rein zum Motor hin und hier geht sie dann raus, richtig cool gemacht. Hinten den Heckdiffusor,
Schönes Teil, die Karo kann ich euch leider nicht zeigen. Die ist noch in Arbeit, kommt aber auch bald. Wie ihr seht, ist alles plan. Es ist echt ein geiler Glattbahner. Muss man ganz einfach so sagen. Ist ein schönes Modell. Hier sieht man die Aussparung für die, sagt schon, für das Stabi-Set. Ich muss mal gucken, es sind noch Haufen Typen dabei, die ich euch gleich zeige. Vielleicht sind die auch dabei, das Stabi-Set, das kann ich euch so gar nicht sagen. Ich wollte jetzt erstmal das Unboxing machen von der Sache. Und ja, würde ich sagen, schauen wir mal, was noch dabei ist. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Teileliste. Eher unspektakulär. Eine Anleitung, die schön gemacht ist, muss ich sagen. Die werde ich auch definitiv brauchen, da ich das Auto ja nicht kenne. Wäre das jetzt ein Traxxas-Modell, würde ich die wahrscheinlich nicht brauchen. Aber das ist schon ein bisschen was anderes hier. Und ja, wie gesagt, so viele Details will ich euch auch gar nicht jetzt so zeigen. Das wird dann in den Folgevideos und in den Livestreams, vor allem natürlich in den Livestreams, werde ich dann ins Detail gehen, wenn wir die Sachen natürlich auch auseinanderbauen. Ja, hier sieht man so eine schöne Explosionszeichnung. Das ist jetzt zum Beispiel von dem Buggy. Das Auto gibt es auch als Buggy. Ich kann euch jetzt mal schnell die Karo zeigen. Hier haben wir das. So sieht die Karo aus. Sind noch ein paar Anbauteile, die sind natürlich dabei. Und hier ist dann der Buggy. Hier sieht man es fertig. So sieht er dann aus später. Wenn er fertig ist, das ist dann der Buggy. Die sind im Prinzip baugleich, haben nur ein paar andere Sachen, ein paar Unterschiede. Und ja, mir ist das nochmal angesprochen, was ich vorhin erwähnt hatte, mit den mehreren Servos. Hier zum Beispiel hat man 4 verbaut. Hier zum Beispiel hat man nur 2 verbaut, obwohl es ein Verbrenner ist. Ja, alle Sachen, die ihr jetzt hier seht, gibt es natürlich bei Spielzeug Apen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wo fangen wir an? Wir fangen mal bei den Originalteilen an. Das habe ich schon aufgemacht, mit den Rädern abschrauben. Das ist so das Zubehörkit, was so dabei ist. Hier sieht man so ein Karo-Klemmenhalter und solche Sachen. Ein paar Schrauben, Clips, ja, so eine Standardsachen halt, ne? Dann haben wir hier Luftfilter mit Luftfilteröl und Kabelbinder, brauchen wir ja nicht. Es wird ja kein Stinker. Dann haben wir hier die Anbauteile für die Karosserie. Wie gesagt, die Karosserie kommt dann später. Hier sind auch nochmal so eine Anti-Karo-Clips-Verlierer-Dinger. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und dann haben wir hier natürlich das Wichtigste, das ist das Conversion Kit. Hier sieht man zum Beispiel den Motorhalter. Den Motor seht ihr natürlich auch gleich. Hier ist der Motorhalter, Akkustrapse, Akkuhalter, natürlich für 2 Akkus. Und jetzt seht ihr auch warum. Hier haben wir ein Mamba Monster XL2. 8S fähig, maximal, bekannte Technik, kennt wahrscheinlich jeder schon. Ja, Castle, wie immer, guter Regler. Ja, da ist mir rausgefallen. Was haben wir hier noch dabei? Wir haben, wie immer, ein Werbezettel, wie man das Ganze programmieren kann. Es gibt ja einen Castle Link, dann gibt es diesen Adapter und es gibt diese Programmierkarte. Sticker, was haben wir hier noch? Quick Start Guide haben wir natürlich und eine kleine süße Bedienungsanleitung. Anlöten werde ich das noch müssen. Hier hat er erwähnt gehabt, da ist ihm der Schrumpfschlauch ausgegangen. Das ist aber das wenigste Problem. XL2. Wird als Regler verbaut. Passend dazu ein, ich mag es kaum über die Lippen bringen, ne Spaß, ein Tenshock 8-Pol-Motor mit, wartet, ich muss nicht, dass ich Mist erzähle, 890 kV, ein riesen Okolyt,
Hier sieht man mal die Maße. Ja, 700 Gramm ist eine Hausnummer. Ist auch ein echt fettes Teil. Ich meine, zieht euch den Motor rein. Das ist doch krank. Allein die Welle. Also das ist echt übel. Wenn ich jetzt, habe ich hier irgendwas zum Vergleich? Wartet mal, mein Handy. Samsung Galaxy S6 im Vergleich zu dem Motor. Echt hart. Ja, der wird auf jeden Fall verbaut werden. Zack. Dann haben wir hier noch einen Motorkühler. Den brauche ich jetzt nicht extra auspacken. Das ist so ein ganz normaler Motorkühler mit zwei Lüfter. Dann haben wir ein paar Servos zur Auswahl. Und zwar einmal Turnigy. 1270 HV Digitalservo. Ihr könnt mal die Specs lesen, wenn ihr wollt. Könnt euch das mal reinziehen. Zweimal. Und zweimal Multiplex Rhino Pro SHV Digi 4 High Voltage Servo. Packen wir natürlich mal schnell aus. Fangen wir mal bei Turnigy an. Reicht ja, wenn ich eins auspacke. Kommen hier in so einer netten Plastikfolie-Dings. Plastik, sage ich. Metall. Oh ja. Alugehäuse. Boah, nettes Servo. Wie immer hier die beigelegten Holzschrauben etc. pp. Ja, mal schauen. Wir werden das Ganze mal testen, welche besser geeignet sind für das Projekt. Wir werden sehen. Das andere brauche ich ja nicht auspacken, ist ja exakt dasselbe. Guck mal hier mal noch rein. Wenn ich es denn aufbekomme. Wir haben auch noch ein paar Servohörner. Karton ist leer. Und ebenfalls Teilmetallgehäuse. Schönes Servo ebenfalls. Ich finde es gut, dass die Drähte schon gedreht sind. Nette Sache. Bisschen kurz, aber gut. Werden wir hinkommen. Schöne Servos. Welche Servos wir verbauen werden, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, wir werden das testen. Auf jeden Fall werden erstmal zwei Servos verbaut. Eins Lenk- und ein Bremsservo. Richtig, Bremsservo. Denn Alex möchte gern, dass das Auto per Servo bremst. Über den dritten Kanal. Mal schauen. Werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Wie gesagt, wird dann im Livestream alles gezeigt. Funke ist noch nicht da, genauso halt wie gesagt wie die Karosserie. Das kommt noch. Aber wir können ja schon mal umbauen. Wie gesagt, wann kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich vermute, es wird erst nach Himmelfahrt, vermute ich mal stark. Aber wie gesagt, auf Facebook und auch hier auf dem Kanal werde ich euch die Livestreams vorher ankündigen rechtzeitig. Und ja, wie gesagt, alles was ihr hier seht, könnt ihr bei Appen bestellen. Außer natürlich die Turnigy Servos, die kommen von Hobby King. Das kann Alex natürlich nicht besorgen, aber der Rest ist alles bei Appen erhältlich. Wie gesagt, Links in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.